Hallihallo und herzlich willkommen zum Podcast Pure positive Power. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Isabella Oscherben. Ich bin Sprechtrainerin, Videotrainerin und Moderatorin. Und heute geht es um das Thema Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken. Wie man als Selbstständige oder Ein-Personen-Unternehmen auch mit Spaß, Erfolg Social Media betreibt. Heute besprechen wir, wie man Reichweite aufbaut, wie man denn den Spaß an Social Media findet und vieles, vieles mehr. Und ich darf heute mal wieder einen ganz besonderen Gast bei mir haben. Also bei mir sind ja sowieso immer nur ganz coole Leute. Sie ist meine heutige Gesprächspartnerin, gelernte Hotelfachfrau und studierte Kommunikationswissenschaftlerin. Sie hat ihre Selbstständigkeit 2014 aufgebaut und dann begonnen, im Gastronomiegewerbe Social Media Marketing für ihre Kunden zu betreiben. Bis sie sich beschlossen hat, na, 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 ich möchte lieber anderen dabei helfen, ihr eigenes Social Media aufzubauen und zu betreiben. Und so kommt es, dass sie heute als Social Media Strategin arbeitet und ihren Kundinnen dabei hilft, eben Social Media aufzubauen und sich gegenseitig zu vernetzen und mehr Reichweite aufzubauen, unter anderem in ihrem tollen Social Media Salon, um eben mehr Reichweite auch zu bekommen. Besonders gefällt mir persönlich dabei ihr Ansatz, dass eben Social Media nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß bringen darf und soll und es mit Leichtigkeit betrieben werden kann. Sie sagt, Marketing über soziale Netzwerke ist zwar kein Kinderspiel, aber auch kein Hexenwerk. Es kommt auf das Gewusst wie an. Herzlich willkommen, liebe Ingrid Eckel. Ja, hallo, Isabella. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, ich freue mich auch erst. Also, wir haben uns ja online kennengelernt und das ist eine der Sachen, die ich so sehr liebe an diesen ganzen Online-Geschichten und an dem Internet, dass man so tolle Leute kennenlernen kann. Ja, wie ich schon gesagt habe, bei dir können Selbstständige und Unternehmerinnen und Unternehmer lernen, mit ihrem Business ja sichtbar zu werden und sich als Experte, Expertin zu platzieren. Was ist es, was dich an deiner Arbeit begeistert? Das ist echt eine super Frage, weil letztens habe ich auch darüber nachgedacht. Und es ist ja oft so, dass man so vor sich hin wurschtelt und so weiter und gar nicht richtig merkt, was eigentlich den Spaß ausmacht. Aber tatsächlich habe ich dann die Rückmeldung bekommen. Also ich hatte einen Workshop gehalten und dann kam danach die Rückmeldung, oh, ich habe jetzt richtig Lust zu posten. Und da habe ich gemerkt, dass das genau das ist, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Wenn ich es schaffe, in dem, was ich sage und in dem, also ich habe auch noch ein Live-Video, das ich jeden Donnerstag in meiner Gruppe mache, wenn ich danach diese Rückmeldung bekomme, dass ich jemanden motiviert habe zu posten, dann ist das für mich echt eines der größten Sachen in meinem Job. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich auch inhaltlich Social Media Marketing ein wahnsinnig spannendes Thema, weil du hast es ja gesagt, glaube ich, dass ich Kommunikationswissenschaften studiert habe und das ist ein wahnsinnig spannender Studiengang, sehr theoretisch, weil es geht nämlich viel um die Psychologie und was eben dahinter steckt, hinter der Kommunikation. Und das sind die sozialen Medien echt, die sind ein super Spielplatz dafür und ich liebe es, zu beobachten, zu schauen, wie die Menschen da ticken, wie sie reagieren und daraus dann eben auch meine Tipps für das Social Media Marketing abzuleiten. Cool. Ja, das ist doch wirklich eine sehr, sehr spannende Sache. Und unsere Arbeiten gehen da ja auch voll Hand in Hand, weil viele wissen das jetzt vielleicht noch nicht. Ich befasse mich sehr viel mit dem Thema Video und Video-Marketing dann auch in Zukunft, YouTube und so weiter. Und wie du sagst, diese Kommunikation online, die ist einfach wirklich interessant. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, was mir so gut an dir gefällt, ist nämlich, du bist nicht so die typische Social Media Marketing, da muss man posten zu dieser Uhrzeit und das muss man machen und überhaupt, sondern du stellst den Spaß in den Fokus und sagst, ja, das muss einfach Freude machen. Welchen Zusammenhang im Social Media Marketing haben also für dich der Spaß, aber auch der Erfolg? Das würde mich noch interessieren. Also vielleicht fange ich mal ganz kurz an, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, weil ich das selbst schmerzhaft erfahren musste. Ich habe meine Selbstständigkeit ja gestartet 2014, hast du ja gesagt, mit Offline-Dienstleistungen, also dass ich das offline angeboten habe für die Gastronomie. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ach,
wieso nutze ich eigentlich nicht die sozialen Medien? Da kann ich doch viel mehr Kunden anziehen. So, und dann bin ich dann online gegangen, habe natürlich alles eingerichtet, was es gibt, Instagram, Xing, LinkedIn, Facebook und so weiter. Und habe dann sehr schnell festgestellt, dass das so, wie das so allgemein beigebracht wird, wie man es machen sollte, eine Katastrophe ist und mich an den Rand des Wahnsinns treibt. Und naja, dann jetzt ist es ja so, da hast du dich selbstständig gemacht, um irgendwie freier zu sein. Du hast es ja gestern auch in der Gruppe schön als Antwort gegeben, was ist für dich der Grund, weswegen du in die Selbstständigkeit gehst, nämlich dieses Freiheitsgefühl. Und dann kommt dieses Marketing und gängelt dich dermaßen jeden Tag. Also ich weiß nicht, ob ich da ein besonderer Fall bin, aber mich hat es richtig fertig gemacht, mich selber zu promoten und diese Sichtbarkeit aufzubauen und diese ganzen Tipps, die man Jetzt hängst du ganz kurz, gerade wenn es so spannend ist, ne? Du kannst, oh Isabella, bist du stehen geblieben? Ja, du bist stehen geblieben. Kannst du nochmal sagen, diese ganzen Tipps, wo du gesagt hast? Genau, also jetzt weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich hatte dann eben, also ich bin ins Online-Business sozusagen eingestiegen und war wirklich kurz vorm Durchdrehen mit diesen ganzen Tipps, die man jeden Tag umsetzen soll, mit Posten, dir und da und dort und so weiter und live und so weiter und Inhalte. Und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, dafür habe ich mich ja nicht selbstständig gemacht, dass ich mich jeden Tag durch Marketing so gängeln lasse und so in den Wahnsinn treiben lasse. Und ich bin da vielleicht auch ein bisschen sensibel oder empfindlich. Es hat auf jeden Fall bei mir so einen Druck ausgelöst, dieses Sichtbarwerden, dass ich darauf keine Lust mehr hatte. Und naja, und dann irgendwie dachte ich mir, es kann ja eigentlich nicht nur diesen Weg geben. Und ich habe dann viel ausprobiert, einfach um zu schauen, was passt. Und bin dann eben drauf gekommen, dass es eigentlich am besten funktioniert, wenn man Spaß an der Sache hat. Und ja, und der Rest, der ergibt sich dann eigentlich von alleine. Also quasi, dass der Erfolg erst dann entstehen kann, wenn du überhaupt Spaß hast. Ne? Ja, genau. Weil es ist wirklich so, es ist so, dass dadurch, dass wir so einen unglaublichen Druck haben, natürlich die Kreativität flöten geht. Es geht auch die Intuition flöten. Man also hört nicht mehr auf sich, sondern man hat nur noch diesen Stress, jeden Tag irgendwas rauszuposaunen sozusagen. Und naja, also bei mir hat es halt überhaupt nicht funktioniert und ich hatte vor allem darauf keine Lust. Ich hatte darauf keine Lust, weil wenn man sich vorstellt, wie lange man jetzt noch mit den sozialen Medien zu tun haben wird, ich meine, solange wir unser Business betreiben werden, werden wir in irgendeiner Form mit sozialen Medien zu tun haben, was super ist, wie ich das jetzt sehe. Aber damals dachte ich mir, oh mein Gott, da werde ich ja wahnsinnig. Und so hat es mir dann auch keinen Spaß gemacht. Und vor allem der Fokus lag nur noch auf dem Sichtbarwerden, auf diesem Druck und gar nicht mehr auf meiner eigentlichen Arbeit. Ich glaube, da können sich sehr, sehr viele Menschen sitzen da gerade nickend und können sich darin finden. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass fast alle, die ein Online-Business mal aufbauen, irgendwann an diesem Punkt stehen, wo man einfach komplett überfordert ist. Ja, was soll ich überhaupt tun? Du hattest ja auch anfangs gesagt, du hast dich bei allen verschiedenen Kanälen angemeldet. Würdest du das jetzt empfehlen, dass man das so macht? Ja, also auf keinen Fall. Das ist der erste Schritt in den Wahnsinn. Und ich meine, selbst jetzt, also nachdem ich jetzt das ein paar Jahre gemacht habe, ich habe immer noch nur Facebook und Instagram. Ich habe auch mal LinkedIn gehabt, weil ich mit Instagram nicht ganz glücklich war. Das habe ich dann einfach ad acta gelegt. Instagram, das habe ich mal stillgelegt. Dann habe ich mich auf LinkedIn fokussiert und habe dann aber gemerkt, dass es nicht meine Kommunikation ist dort, wie das dort läuft. Und dann habe ich mich nur auf Facebook konzentriert und jetzt habe ich wieder Instagram dazugenommen, weil sich Instagram auch verändert hat. Also man macht viel mehr über Video und das macht mir mehr Spaß. Und auch diese Starre ist ein bisschen weg. Dass es muss nicht mehr eine perfekte Grafik sein. Es muss nicht mehr ein perfektes Bild sein. Und das kommt mir sehr entgegen. Das heißt, du hast ausprobiert, was es so gibt, hast dich da immer auf ein oder zwei beschränkt und hast dann das für dich gewählt, was zu dir am besten passt. Und der Punkt ist auch, und das ist ja
das Krasse irgendwie, ich brauchte ein bisschen, bis ich darüber auch offen sprechen kann. Also auch, obwohl ich Marketing beibringe, finde ich es persönlich auch schwierig, zum Beispiel zwei Kanäle unter einen Hut zu bringen. Und wenn es mir so geht, dann geht es anderen natürlich auch so. Und deswegen bringt es nichts, wenn ich, obwohl ich weiß, dass viele sagen, naja, du musst da sein, wo deine Zielgruppe ist. Das bedeutet dann aber mittlerweile, gut, dann muss ich auf 4 verschiedenen Kanälen sein, weil die sind ja mittlerweile überall. Dann, obwohl das so allgemein gesagt wird, sage ich als Social-Media-Tante, nee, das ist Quatsch, weil du das nicht schaffst und weil du dich damit wahnsinnig machst und verrückt machst und weil dadurch der Druck viel zu sehr steigt. Und ich bin jetzt immer noch in einer Findungsphase und die gestehe ich mir auch zu, weil es ist einfach alles eine Entwicklung. Du kannst es nicht einmal im Buch nachlesen und dann weißt du, wie es funktioniert, sondern es ist eine Entwicklung, dass du deinen Weg findest, wie du zum Beispiel auf 2 Kanälen posten kannst. Mhm. Absolut. Es ist eine Entwicklung und ich finde, das sollte man ja auch nicht verschleiern. Wir alle entwickeln uns. Und irgendwo fängt man an und irgendwo bleibt man vielleicht stecken. Ja, ja. Absolut. Ich finde, das zeigt auch Kompetenz, zu sagen, wo man gerade steht. Und das macht dich, was ist ja auch mein Thema, wie man weiß, wenn man meinen Podcast hört, authentisch macht. Das macht dich authentisch, echt und ehrlich. Und dann, ich als Kundin, Kunde, ich liebe Leute, die echt sind und die ich, wo ich nachvollziehen kann, wie die das machen. Speaking of which. Ganz kurz, Isabella, ja? Da muss ich jetzt direkt noch was dazu sagen. Das ist übrigens eine Sache, die ich von Anfang an mitgemacht habe, weil ich habe ja eigentlich Social Media Marketing für die Gastronomie gemacht und dann bin ich online gegangen. Das heißt, eigentlich würde man denken, ich weiß, wie es funktioniert. Dass das ein bisschen anders läuft und so weiter, das verstehen ja die meisten gar nicht so. Aber was habe ich gemacht? Das ist natürlich eine Zwickmühle für mich. Und ich muss auch sagen, damit hatte ich schon zu knabbern irgendwie, dass ich selber so völlig versagt habe in meiner Online-Sichtbarkeit. Aber was habe ich gemacht? Ich habe den Spieß umgedreht und habe gesagt, okay, ich nehme meine Community mit auf diesem Weg. Wie schaffe ich es, ein leichtes Marketing zu machen? Und dadurch habe ich mir den Druck genommen, perfekt alles zu machen. Ich habe einfach gesagt, ich nehme euch mit. Es schaut so aus, ich habe 2 Kinder, ich habe nur Vormittagszeit und ich muss jetzt irgendwie online sichtbar werden. Und dadurch, und das ist witzig, weil du sagtest vorhin, ich hatte auf einmal keine Lust mehr auf die Gastronomie. Dadurch habe ich auf einmal ganz andere Leute angezogen. Also das ist gar nicht so, dass ich mir die neue Zielgruppe ausgesucht habe, sondern ich habe auf einmal die angezogen, die natürlich genau in dem gleichen Dilemma stecken wie ich, dass sie eben nur einen halben Tag Zeit haben und dann trotzdem noch sichtbar werden sollen. Und das ist auch das Schöne, wenn man eben authentisch kommuniziert, dass man im Grunde genommen die Leute anzieht, die man auch haben möchte. Absolut, absolut. Und wie machst du das jetzt? Also wie ist jetzt dein Weg? Ja, also tatsächlich habe ich mich verabschiedet von Content-Vorplanen. Ich habe mich eigentlich von allem verabschiedet. Das war der erste Schritt, den ich damals gemacht habe. Ich habe alles erstmal weggeschoben, was ich so gelernt habe und was man sagt, was gemacht werden muss. Und dann habe ich genau hingeguckt, wie es mir passt, wie ich es mache, weil das ist ja oft das Problem, dass sobald eine kleine Hemmung auftaucht, postest du nicht oder gehst du nicht live oder machst du dies und jenes nicht. Das heißt also, es ist total wichtig, genau hinzugucken und zu schauen, wie es für einen selber passt. Und ich habe gemerkt, dass ich intuitives Posten einfach, dass es für mich am besten funktioniert. Also das heißt, was verstehe ich darunter? Intuitiv ist, mir kommt eine Idee, mir kommt ein Gedanke. Und das Witzige ist ja, ich meine, wir haben diese Gedanken den ganzen Tag über. Und das sind zum Teil richtig geniale Gedanken. Aber raus kommt davon fast nichts, weil wir sagen, ich habe am Freitag meine Contentplanung und erst am Freitag beschäftige ich mit den Posts für die nächste Woche. Wenn ich ein Bewusstsein dafür entwickle, was für Gedanken mir durch den Kopf gehen, dann habe ich viel schneller ein Thema oder einen Gedanken, über den ich sprechen möchte, weil ich denke, das ist ein super Aha-Moment. Den muss ich unbedingt mit meiner Community teilen. Und dann bin ich so in diesem Gefühl drin und dann habe ich einen Post innerhalb von 5 bis 10 Minuten geschrieben. Und das geht für mich viel schneller,
als wenn ich mir 2 Stunden blockiere am Freitag für die Postplanung die nächsten 365 Millionen Tage. Ja, und die Energie, die du ausstrahlst, die kommt ja ganz anders dann an, als wenn du das vorher geplant hast mit, ja, heute ist Tag der Frauen, Genau das ist etwas, was ich dann nämlich beobachtet habe, dass genau diese Posts, die du aus diesem Gefühl herausschreibst, eine ganz andere Resonanz bei deiner Community haben. Mhm. Und dann dachte ich, super, das passt zu mir und das funktioniert besser. Und das macht natürlich auch total Sinn, weil es ist einfach so, du bist in diesem Gefühl drin, du weißt ganz genau, welche Worte du in dem Augenblick nehmen möchtest, du weißt ganz genau, wie du das beschreiben möchtest. Dann machst du womöglich noch ein Selfie, wenn du gerade gut ausschaust. Ja. Und dann hast du einen super Post, der einfach etwas transportiert. Ja, und das klingt nach Win-Win. Es ist wirklich so. Cool. Und ja, bitte. Und meine Alexa redet gerade im Hintergrund. Wir wollten ja auch noch wissen, ein bisschen etwas zum Thema Reichweite. Also wie, das ist ja so die Hauptfrage von allen, die Social Media betreiben. Wie kriege ich viel Reichweite? Ja, vor dieser Frage habe ich mich tatsächlich ein bisschen gefürchtet, weil da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Ja, bitte. Wir machen eine 15-teilige Podcast-Serie. Ja, genau. Sehr schön. Vielen Dank. Das entspannt die Lage jetzt immens. Ja, gut. Also ich glaube, den ersten Fehler, den ganz viele machen, ist, dass sie ihren Account einrichten, dann posten und dann warten, dass jemand kommt. Und das tut natürlich niemand, weil es gibt zig Milliarden Accounts da draußen und keiner kommt von alleine. Und dann steigt der Frust und man postet immer weniger und hat dann überhaupt keinen Bock mehr und so weiter. Und das ist so das Erste, was ich immer mit auf den Weg gebe. Geh raus, geh von deiner Seite runter. Und das ist so lustig, weil in der Offline-Welt macht das jeder automatisch. Wenn du ein Unternehmen jetzt offline gründest, was machst du dann als Erstes? Du gehst raus, du gehst auf Netzwerkveranstaltungen, sprichst möglichst viel über deine Arbeit und dein Business und so weiter. Mhm. Und in den sozialen Medien, auf einmal vergisst man das. Also das ist irgendwie seltsam, weil die Leute haben so das Gefühl, das geht da anders. Aber da sitzen auch Menschen und die Mechanismen sind genau die gleichen wie in der Offline-Welt. Ja, was ich auch lustig finde, wenn ich da kurz einhaken darf, ist dann die Leute, die dann so reden, als würde jeder schon wissen, was sie machen. Und dann kommen da irgendwie so coole Worte vor, englische Worte. Ja, das ist das Mind, Money, Flow, irgendwas. Und man denkt so, ja, aber was tust du eigentlich konkret? Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber tatsächlich ist das für die Reichweite erstmal nebensächlich, denn bei den sozialen Medien geht es wirklich um Geben und Nehmen. Mhm. Also zuerst geben und dann kannst du nehmen. Und das Witzige ist ja, dass wir wirklich Freunde in Massen horten bei Facebook und Instagram und so weiter, aber rum kommt dabei fast gar nichts. Also kaum Interaktion und so weiter unter den Posts. Aber das ist natürlich so, jeder wartet auf den anderen, dass der andere auf seine Seite kommt und da auf einmal kommentiert und interagiert. Aber so funktioniert es nicht. Du musst zuerst rausgehen und dann bekommst du das zurück. Und natürlich dauert das auch eine Zeit lang. Aber da sind wir dann schon bei dem zweiten wichtigen Punkt. Und zwar baust du dadurch natürlich auch Verbindung auf zu deiner Community. Wenn du rausgehst und anfängst, dich mit deiner Community zu unterhalten, dann gehen die natürlich eben auch zurück und es entsteht einfach eine Verbindung und es entsteht ein Netzwerk. Und das ist so wichtig für die Reichweite, weil du dann einfach immer ein paar Leute hast, da weißt du, die werden auch kommentieren, die werden interagieren bei deinen Posts, weil ihr das einfach so untereinander macht, weil ihr einfach ein gutes Netzwerk seid. Und da muss man sich auch überhaupt keine Gedanken darüber machen, dass man sagt, ah, das sind jetzt aber gar nicht die richtigen Leute vielleicht, das ist jetzt gar nicht meine Zielgruppe. Das ist in dem Fall total egal. Dadurch, dass sie interagieren unter deinem Post, baut sich einfach die Reichweite durch den Algorithmus auf. Mhm. Und deswegen immer rausgehen und immer auch geben, 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 damit man auch zurückbekommen kann. Und ich merke das, wenn ich eine Zeit lang, also meine Facebook-Seite, die habe ich ziemlich intensiv betrieben und da
halt, ich habe es in Betrieben, in denen ich ganz viel auch rausging und so weiter, ganz viel gemacht habe. Das habe ich eine Zeit lang dann wieder abflauen lassen und das habe ich sofort gemerkt, wenn ich dann was gepostet habe, dann kam halt fast nichts. Wenn ich wieder anfing auf die anderen Seiten und wieder das anzukurbeln, dann kam wieder die Rückmeldung und dann kam wieder die Interaktion. Das ist spannend. Ja. Geben, nehmen und Kontinuität, was ich da so raushöre in Schlagworten. Ja, genau. Wobei da, das ist auch so eine Sache, diese Kontinuität ist natürlich auch etwas, was einen wahnsinnigen Druck ausübt. Und ach, das gefällt mir so gut an Social Media Marketing, weil es einfach so vielschichtig ist. Du brauchst nicht unbedingt eine Kontinuität. Du, die Kontinuität entsteht oft dadurch, dass du Angst davor hast, dass du dann eben Leute verlierst und so weiter. Aber gerade eben habe ich es auch gesagt, ich habe dann angefangen, wieder mehr zu machen und dann kam es wieder zurück. Also es ist, du kannst das auch steuern, sodass du einfach auch mal Phasen haben kannst, die entspannter laufen. Und so mache ich das zum Beispiel, also letztes Jahr habe ich ziemlich viel gelauncht und da habe ich dann diese intensiven Launchphasen gehabt. Da war das wichtig, dass ich viel präsent bin und so weiter, Sichtbarkeit aufbauen. Aber dazwischen bin ich eine ruhigere Kugel gefahren, weil du das einfach, das ist einfach eine zu hohe Frequenz, die du dann sonst halten musst. Und das ist wieder etwas, was für mich nicht passte. Das konnte ich nicht leisten und das wollte ich nicht, weil ich dann einfach ein dauerschlechtes Gewissen hatte. Ja. Aber ich habe halt festgestellt, es ist nicht schlimm. Ich verliere überhaupt keinen Follower, wenn ich mal ein bisschen weniger poste. Und im Gegenzug dazu, wenn ich wieder Gas geben kann, weil ich mich auch entspannt habe, eine bestimmte Phase, dann nimmt das wieder auch Volumen auf. Und von daher, und das ist noch das Zweite, weil du jetzt gerade Kontinuität sagtest, wenn ich ein gutes Netzwerk habe, dann kann ich auch das Posten entspannen, weil ich weiß, wenn ich dann poste, dann wird Interaktion kommen und dann läuft so ein Post auch ein bisschen länger. Der hat dann eine bisschen längere Haltbarkeit, als wenn du einfach nur postest und da passiert nichts. Dann ist der auch ganz schnell aus dem Bewusstsein raus. Und deswegen, es geht beim Social Media Marketing nicht darum, sichtbar werden durch Posten, sondern man fährt da mehrgleisig. Man fährt vor allem auch, also mit einem zweiten Gleis eben, dass man sagt, man baut sich ein Netzwerk auf. Dadurch entspannt sich das, das Posten einfach oder diese Kontinuitätsforderung total. Das heißt, es geht gar nicht so sehr eigentlich um Reichweite, also um die Zahl deiner Follower, Freunde, was auch immer, sondern eigentlich um die Tiefe der Verbindung oder dass es überhaupt eine Verbindung, eine Connection in irgendeiner Form gibt. Ne? Ja, ganz genau. Und das finde ich extrem entspannend, weil das ist ja auch genau das, was, wie du auch so schön verglichen hast, am Anfang im Offline-Geschäft so läuft. Ja. Du redest mit Leuten, dann sagen die, na hey, dann buche ich dich mal oder du kommst mal zu mir, quack, quack, quack. Und auf einmal geben sich Kooperationen, Netzwerke und das hilft uns allen. Der Haken an der Sache ist ein bisschen, dass du in den sozialen Medien oder im Internet allgemein nicht so die Möglichkeit hast, gleich einen vollumfänglichen Eindruck von deinem Gegenüber zu bekommen. Und das muss man immer im Hinterkopf haben. Das heißt, der erste Kontakt läuft meistens über ein kleines Profilbild. Also das ist ja ziemlich eindimensional, glaube ich. Ich glaube, es ist eindimensional oder ist es schon zweidimensional? Nee, eindimensional, oder? Ja. Genau. Das heißt also, das ist wirklich sehr eingeschränkt, das Bild, was du davon hast. Das hast du natürlich im Offline-Geschäft nicht. Da triffst du jemanden und du kannst sofort im Grunde genommen entscheiden, ob du den sympathisch findest oder nicht, weil du siehst die Bewegungen, du natürlich riechst ihn, du hörst ihn sprechen und so weiter. Also du weißt einfach sofort, ob du den gut findest oder nicht. Und das hast du natürlich in den sozialen Medien nicht. Und das gilt immer im Hinterkopf zu behalten, denn und da kommst du dann nämlich auch ins Spiel. Wie schafft man es, einen umfänglicheren Eindruck zu vermitteln? Wenn ich nur poste mit Grafiken und womöglich auch noch nur mit Stockfotos, dann hat mein Gegenüber überhaupt keine Möglichkeit zu entscheiden, ob er dich sympathisch findet oder nicht. Nur halt im Grunde genommen durch das, was du da schreibst. Aber das ist dann auch oft steril. Das heißt also, die nächste Möglichkeit wäre eben zum Beispiel ein Selfie. Da bekomme ich schon mal einen besseren Einblick. Und natürlich noch besser ist Video. Und
Das ist natürlich auch doppelt gut, weil du dadurch deinem Gegenüber einfach die Möglichkeit gibst, dich schneller einzuschätzen und schneller entscheiden zu können, ob er bei dir kaufen würde oder nicht. Ja, und dazu muss man sagen, wir kaufen ja nur bei Leuten, die uns sympathisch sind. Ganz genau. Bei Produkten ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil da steht das Produkt im Vordergrund und wenn das so ein Online-Shop ist, ist das sicherlich noch eine andere Stufe. Mhm. Aber wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehmen will, ein Coaching, ein Training, was auch immer, dann ist das von höchster Wichtigkeit, finde ich diese Person sympathisch oder nicht, weil wir haben die Qual der Wahl da draußen. Ja, ist so. Ja. Und daher ist es genau das, was du sagst und auch das, was ich natürlich auch meinen Kundinnen helfe und Kunden, Videos schau oder durch finde eine Möglichkeit, wie du deine Persönlichkeit gut rüberbringst. Mhm. Ich möchte jetzt ein bisschen auf das eingehen, was du machst, weil du hast natürlich mehrere Angebote, du hast doch gesagt, du launchst immer wieder, aber das, was du kontinuierlich anbietest, ist ja der wunderschöne Name auch Social Media Salon. Was ist das denn und was passiert da so? Also tatsächlich ist das jetzt mittlerweile das Einzige, was ich anbiete. Oh. Mhm. Ja, weil ich festgestellt habe, und das ist wieder das, es ist alles so ein Prozess, es ist alles so eine Entwicklung. Ich habe festgestellt, dass das Produkt ist, was so komplett, wie heißt das, auf einer Linie mit mir ist, also mit meinen Werten und so weiter. Und tatsächlich ist der Salon etwas, was so, so spontan in meinen Kopf gekommen ist, als ich gedacht habe, oh Gott, das muss ich unbedingt machen, weil es total viel, eigentlich fast alles beinhaltet, was ich in all den Jahren gelernt habe über Social Media Marketing. Und im Grunde genommen ist der Social Media Salon ein geführtes Netzwerk, in dem es darum geht, dich auf Social Media Marketing vorzubereiten da draußen und natürlich auch Social Media Marketing von seiner besten Seite zu zeigen. Und dazu zählt eben auch, dass man ein gutes Netzwerk hat. Das bekommst du eben, wenn du da reinkommst, dann hast du halt dieses Netzwerk zur Verfügung. Und ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, dass es einfach Gold wert ist, dass du den Spaß an der Sache bekommst und natürlich auch lernst, wie es funktioniert. Mhm. Und dass du Feedback bekommst und dass du dich präsentieren kannst und dass du Testimonials bekommst. Also das Witzige ist, ich habe den Salon im Februar, also vor einem halben Jahr oder so ungefähr gegründet. Und ich bin immer noch in diesem Findungsprozess, dass ich sage, ich habe noch nicht meinen Weg gefunden, das in einem Satz zu präsentieren. Aber das hält mich nicht davon ab, rauszugehen. Ich weiß, es ist eine Sache, die kommt einfach mit der Zeit. Und jedes Mal, wenn ich eine gute Definition habe, schreibe ich mir das auf und teste sie sozusagen. Ah. Aber genau, und das ist das, was ich halt vermitteln möchte. Es ist halt mein Weg, der es mir leicht macht. Mhm. Und auch wenn alle zum Beispiel sagen, du musst dich spitz positionieren, bevor du rausgehst, dann sage ich, nee, weil dann hätte ich den Salon jetzt immer noch nicht und dann wäre der immer noch nicht am Laufen. Das heißt also, ich gebe mir die Zeit, diese spitze Positionierung, um sie jetzt knackig zu präsentieren, was ich jetzt in dem Fall eben nicht gemacht habe, weil ich einfach noch nicht so weit bin. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, verdammt. Der Social Media Salon, dass du noch nicht die perfekte Definition hast. Ja, genau. Und ich gebe mir dann die Zeit, einfach diese Definition zu finden, aber gehe trotzdem raus, einfach um diese Erfahrung zu sammeln und natürlich auch der Sache näher zu kommen. Ja, cool. Also nochmal zusammengefasst, es ist eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe und da gibt es ganz viel Mehrwert. Zum einen Workshops, zum anderen Vernetzung, zum anderen eben dieses, ich kann mich selber ausprobieren und über meine Ängste, Sorgen und so weiter über Social Media zu sprechen. Warte mal ganz kurz, diese Definition schreibe ich. Ja, dafür bin ich da. Ich mache ja auch sehr viel zum Thema Pitch. Ja, das stimmt. Genau. Da kann man ja nachher dann noch einmal darüber reden. Also der Social Media Salon ist eine ganz, ganz tolle Sache und ich mache da jetzt ganz ungeniert Werbung. Auch ich bin im Social Media Salon drinnen, unser kleines Geheimnis, Ingrid, gell? Jetzt nicht mehr, jetzt ist es draußen. Und ich liebe es extrem. Also ich finde es großartig und ich kann jeder Person nur empfehlen, kommt auch rein, es ist toll.
Du hast aber auch, um dich mal ein bisschen kennenzulernen, eine offene Facebook-Gruppe, wo du auch was ganz Tolles machst, nämlich jede Woche in etwa 20 Minuten, ich finde das sehr toll, wie du das nennst, Espresso-Talk, wo du mit einer Person, so wie wir jetzt, ein Gespräch zu einem bestimmten Thema führst. Also wie heißt die Gruppe genau, dass man die finden kann? Das ist Social Media Marketing, Mindset and Flow. Genau. Ich werde das auch verlinken natürlich in den Beschreibungen, also wo auch immer du jetzt bist, schau in die Beschreibung, da findest du den Link, dann schau dir das mal an, lerne die Ingrid kennen und du wirst sehen, da ist so viel Mehrwert alleine durch das Kostenlose schon, was sie anbietet. Toll. Danke. Gut. Ja, das muss man schon mal sagen. gut, zum Abschluss, was ist der eine beste Tipp, der erfolgreiche Social Media schafft, das auch Spaß macht? Also das Erste ist tatsächlich, setz die Scheuklappen auf, guck nicht darauf, was die anderen machen. Und das Zweite ist, schau darauf, was dir selber Spaß macht und passt die Sachen so an, weil so ganz auf Marketing können wir ja nicht verzichten. Also man kann jetzt nicht sagen, das macht mir alles keinen Spaß. Das kann ja auch nicht sein, weil eigentlich macht es uns allen Spaß, stundenlang über unser Business zu reden. Und im Grunde genommen sind die sozialen Medien die beste Möglichkeit, um das zu tun. Also muss man genau hingucken und schauen, wo sind die Sachen, die mich stören, wo klappt es nicht, wo schleift es, wo wird es schwer. Und da nachhaken und da genau hingucken und das dann so machen, wie es zu einem passt, wie es leicht werden kann. Und deswegen immer mit Scheuklappen da drauf gucken, weil sonst ist man die ganze Zeit, ja, aber die anderen, die machen das ja gar nicht so oder das hat jetzt noch niemand so gemacht, das habe ich noch nie gesehen. Und schon zack, verwirft man diese gute Idee, die einem das Leben womöglich leichter gemacht hätte. Ja, das ist wirklich ein sehr guter Tipp. Bisschen weniger Perfektion und ein bisschen mehr ausprobieren und rausgehen. Ja, auf jeden Fall. Das schadet nie. Gut, also liebe Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuschauer, jetzt bin ich verwirrt. Wenn du jedenfalls also mit Ingrid in Kontakt treten möchtest, am besten über Facebook Ingrid Eckel. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, Ingrid, wie man am allerbesten mit dir in Kontakt treten kann? Nee, also tatsächlich bin ich am meisten auf Facebook, in meiner Facebook-Gruppe und bei Instagram auch. Nicht so intensiv wie bei Facebook, aber da findet man mich auf jeden Fall. Unter Instagram auch I am Ingrid Eckel. Ja, auch genau. Das wird natürlich wieder verlinkt. Super, Ingrid. Hast du noch einen abschließenden Satz für unsere Zuschauerinnen, Zuschauer? Vielleicht einfach, dass Social Media Marketing echt Spaß machen kann. Nur man muss die Perspektive ein bisschen wechseln. Man muss nicht nur auf das Kundengewinnen gucken, sondern da schauen, wo kann man eigentlich sich den Spaß und die Freude an der Sache holen. Schön. Ein wirklich großartiger letzter Satz. Vielen Dank, Ingrid, für dieses wirklich schöne, spannende Interview. Auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass du und dass ihr heute dabei wart. Ich finde das natürlich immer sehr schön und ich freue mich immer über Kommentare zu allem, was ich mache. Wir haben also das Thema Reichweite und Social Media besprochen und Spaß und Erfolg. Eine Frage an dich, wie stehst du, Zuschauer, Zuschauerin, zu diesem Thema? Lass es mich doch in den Kommentaren wissen. Ja, ich freue mich drauf und außerdem abonniere gerne meinen Podcast und wir sehen uns im nächsten Video oder hören uns im nächsten Audio. Bis dahin, bewahre die pure positive Power. Alles Liebe, Isabella.